Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car Mechanic Simulator. Ja, ich habe hier den Smith 1500 noch hier auf der Bühne stehen. Ich warte da noch so ein bisschen ab, ob sich in den Kommentaren noch was tut. In der Zeit habe ich mir überlegt, wie wir die Zeit überbrücken. Und habe mir gedacht, ich hole mir den nächsten Kampagnenwagen an den Start. Ich weiß auch gar nicht, wer das ist. Der Herr F. Giesbrecht, der war doch schon mal bei uns. Guten Tag, mein Lieber. Diesen Wagen habe ich spottbillig erworben. Überprüfen Sie ihn bitte einmal genau und reparieren Sie alles Nötige. Der letzte Wagen war ja leider ein Totalreinfall. Daher habe ich mich auch schnell wieder von ihm getrennt. Das ist schon mal gut. Die Kosten spielen keine Rolle. Hauptsache, der Wagen ist nach der Reparatur in Ordnung. Ich brauche nämlich ein zuverlässiges Fahrzeug für den täglichen Weg zur Arbeit. Die Kosten spielen keine Rolle, höre ich schon mal gerne. Da bin ich dabei. Naja, Motor sieht rostig aus. Lass mich raten, der spricht wieder nicht an. Hey, ole ole. Der Wagen spricht nicht an. Was ist denn das, ein Auto? Ey? Ein Salim Kiran. Ja, dann würde ich sagen, mal auf die Bühne mit dem Teil. Und mal auf die Hütte hier. Mal auf schnelle Welle oder so überprüfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme im Moment mit der Folge hier ein wenig in Bedrängnis, weil ich im Bus-Simulator überhaupt nicht weiterkomme und da die ganze Zeit am Rumhexen bin und am Rumprobieren bin, wie ich diese scheiß 85% Aufgabe löse. Ich habe sonst das Problem, kriegt keiner Virus raus. Und das wollen wir ja nicht. Ich muss da echt mal gucken, wie ich das hinkriege. Voll der Absturz. Aber ich habe da ein Video im Internet gefunden. Eventuell hilft mir das sogar weiter und dann probiere ich das mal aus. Auf jeden Fall ziemlich nervige Geschichte. Anlasser ist defekt, na toll. Lass mich raten, der Motor ist auch wieder total raus. Ja, 43%. Nicht der Hit, aber auch nicht ganz kaputt. Anlasser, Kraftstoffverteiler, ja toll, aber viel gefunden haben wir jetzt trotzdem nicht, ne? Was wollen wir haben? 100%, ja. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal gerade hier in den Luftfilter rein. Ich schätze mal, der ist hinüber. Gehe ich mal ganz schwer von aus, so wie der Motor aussieht. Aber warum, ey, ganz im Ernst, wenn Geld keine Rolle spielt, ja? Ich meine, das spielt mir die Karten, ne? Wir verdienen damit Geld. Aber wenn Geld an sich keine Rolle spielt, frage ich mich, warum kauft er sich ein vernünftiges Auto? Ja, so mal eine Idee am Rand, würde ich jetzt so mal behaupten. Könnte man auf jeden Fall mal machen. Anstatt ständig irgendwo ja, sich mit einem halbherzigen Auto zufrieden zu geben. Das ist okay. Ah, ne, da muss ich drauf. Ja, ne? Also man könnte hingehen und könnte sagen, okay, ich nehme, wenn Geld keine Rolle spielt, ich nehme mal Geld in die Hand. Und ja, pack das mal so in ein vernünftiges neues Auto, aber nein. Andererseits, wie gesagt, wir verdienen unser Geld damit und das ist auch gut so.
Diagnosemodus, was sagt denn hier die Batterie? 43%, okay. Und hier die Teile. Ich sehe schon kommen. Ich sehe schon kommen. Es ist die Frage, sollen die Teile jetzt gemacht werden oder nicht? Sieht nicht so aus, ne? Einmal anders. Der ist auf jeden Fall hinüber. Gut. Getriebe dürfte auch durch sein. Ja, gut. Würde ich sagen, keine Ahnung, suchen wir mal im unteren Bereich. Ich vermute mal, dass der Motor hier so weitestgehend noch in Ordnung ist. Nehmen wir mal die Felgen und so. Reifen bei 43%, okay. Na, stehen sie drauf? Nein? Jo. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gerade gar keine Ahnung. Ich nehme einmal den Ölfilter auf jeden Fall raus. Der hat es hinter sich. Was mit der Kardanwelle? Kardanwelle könnte. Ja, Kardanwelle ist durch. Okay. Die muss auch komplett neu. Die kann man nicht reparieren. Getriebe genauso. Bevor ich jetzt hier alles auseinanderbaue. Ja, sieht gut aus, okay, alles klar. Tja. Dann, ne? Gehen wir mal da dran. Ja, ist okay. Lass mal auch drin. Da behalten wir einen alten Schrott. Ja, dann würde ich sagen, erstmal Bremse auf jeden Fall. Ah ne, Quatsch. Gehen wir da mal dran. Nabendeckel sieht noch gut aus. Rest müssen wir da prüfen. Ich bin irgendwie ein bisschen unschlüssig, was hier so an Teile, was die Teile angeht. Was ist denn da los? Nee, da wollte ich nicht dran. Hinterachse. Alles orange. Ich meine, orange ist jetzt nicht gerade gut, aber 43%, also, ne? Was soll ich da großartig jetzt machen? Da brauche ich ja nichts abmachen. Zum Kopf. Alles orange. Werde ich wahnsinnig. Da brauche ich ja nichts von abmachen. Was war denn jetzt mit der Scheibe? Ist auch alles okay. Kardanwelle hat einen weg, okay. Dann setzen wir mal, warte mal, dann setzen wir mal die Scheibe wieder ein. Brauchen wir ja dann nicht. Also im Moment läuft es ja irgendwie gar nicht bei meinen Games hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier hänge ich fest gerade. Bus-Simulator hänge ich irgendwie fest. Kein Plan mehr.
Nee, da muss ich drauf. Viel kaputt ist aber noch nicht. Schauen wir uns mal die Hinterbremse an. Weil die 43%igen Sachen, die will er sich ja nicht reparieren lassen. Wobei ich das auch nicht verstehe, wenn Geld keine Rolle spielt, warum macht er das nicht direkt mit? Na, das kann. Ja, das ist auch okay, passt. Irgendwie läuft nicht. Ist okay. Okay. Aha, hier ist der Bremssattel kaputt. Da haben wir jetzt mal etwas gefunden. Juhu. Und noch was gefunden. Und noch was gefunden. Und. Aha, jetzt wird's interessant, Freunde. Jetzt läuft. Hier ist ja richtig. Alter, hier ist ja alles im Sack. Also an der Seite ist auf jeden Fall alles hinüber. Ja. Okay. Jetzt läuft der Hase rund. Dann, Moment. Dann muss ich aber hier vorne erstmal wieder zusammenbauen. Weil hier brauchen wir dann erstmal nicht ran. Obwohl, habe ich jetzt noch irgendwelche Teile, die ich jetzt hier nicht brauche. Nein, 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 nein. Aber ihr Steuergerät kann ich noch eben wieder einbauen, ist auch bei 43%. Ah ne, verdammt. Wir sind fündig geworden, und zwar der Hinterachse. Wollte ja gerade sagen, er kann nicht sein. Ja, raus mit dem ganzen Gemüse, weil hier ist ja echt alles im Arsch. Was? Oh, aber. Da können wir ja direkt alles abmontieren. Das ist ja perfekt. Aber mal im Ernst, was er sich da schon wieder für einen Trümmer gekauft hat, der Typ. Der lässt sich da immer einen Schrott andrehen, ey, das ist auch traurig, ne? Geld spielt keine Rolle. Aus dem Grund kauft man sich ein Schrottauto. Weil Geld keine Rolle spielt. Also wenn man ein Auto für den täglichen Bedarf benötigt, dann sollte man da vielleicht sich was Vernünftiges kaufen. Statt sowas. Wenn du ein Bastelobjekt haben willst und sagst so, ich habe Fun und Bock drauf, den als Zweitwagen mit zu restaurieren, und Geld spielt keine Rolle, dann hast du eh einen Jackpot. Aber so. Ich weiß nicht. Ja, Leute, aber auf jeden Fall, ne? Haut nochmal so in die Kommentare, ne? Der Smith 1500, Farbe, Motor, was machen wir da? Ihr sollt mal wieder mitentscheiden, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, dann entscheide ich mich weg. Ich spiele mich alleine weiter. Apropos alleine weiterspielen, Andreas. Ich habe es im Kommentar gelesen. Ganz, ganz böse. Ich habe gestern. War das gestern? Ja, noch. Leider warnen wollen, weil es mir erst aufgefallen ist, aber da kam ja offensichtlich für dich jede Hilfe zu spät. Tut mir leid, dass du da genau durch den Mist, was ich da gestern in dem Video angesprochen hatte, deinen Account verloren hast, oder deinen Spielstand verloren hast, vielmehr. Das ist echt böse. Das ist richtig böse. Das sind Sachen, die möchte man dann natürlich nicht lesen in den Kommentaren.
Schade, dass es, also in dem Falle schade, dass es mir dann so spät erst aufgefallen ist. Und ich dir nicht rechtzeitig da den Tipp geben konnte. Das ist natürlich. Was könnte denn jetzt hier noch defekt sein? Kann mit dem OBD. Arsch, ich habe kein OBD-Diagnosegerät. Warum fehlt mir ein Teil? Was für ein Teil fehlt mir? Was könnte defekt sein? Ein blödes Teil fehlt mir schon wieder. Ich werde langsam randösig, ne, was das angeht. Welches blöde Teil fehlt denn jetzt schon wieder? Nervig. Die haben wir ja noch gar nicht geprüft, sehe ich gerade. Das ist dann auch wiederum anders nervig. Weil ich könnte mir vorstellen, dass ich das jetzt hier finde. Hinterachse haben wir abgebaut. Okay, daran lag es nicht. Ich habe die böse Vermutung, dass es eventuell am Neckarzweig liegt. Das sieht jetzt nicht schlimmer aus als alle anderen Teile auch. Ne? Na komm, ich habe das Ding ausgebaut, dann baue ich das immer aus. Prüfen wir es mal durch, dann schauen wir mal. Nein, daran lag es nicht. Das ist mal kaputt. Ich versuche es anders. Kann man davon irgendwas reparieren? Blöde Schutzblech, na toll. Wissen wir jetzt noch bei welcher, auf welcher Seite der Bremssattel kaputt? Natürlich nicht. Ne? Nee, Leute, Leute, Leute. Wo soll das noch enden? Zweimal den. Einmal anders, Ansaugkrümmer, die beiden, nein, nein, nein. Beide Bremszettel, alles klar, okay, dann, dann passt das ja mit dem. Das ist ja mal praktisch. Was piepst hier? Das ist eigentlich sehr praktisch sogar, würde ich sagen. Und zwar kann ich an den anderen Kolben noch reparieren. Tada! So. Moment, habe ich einen Ölfilter gehabt? Nee, die habe ich noch nicht gehabt. Die beiden fehlen mir noch und das fehlt mir noch. So. Dann können wir den Kolben hier noch reparieren. Brauchen wir eh neu. Dann gehe ich mal eben schnell die Teile holen. So Leute, da haben wir sie doch, die Teile.
Meine Güte, hat aber. So, da waren voll die komischen Teile, MPI-Teile und sowas vorbei. Muss ich erstmal suchen. Also Typ MPI nennt sich das dann. Das ist eine Motorisierung, die hatten wir glaube ich noch nicht. Aber ich habe es ja alle gefunden. Habe ich jetzt ein Blech zu viel? Eigentlich nicht. Ich habe auf jeden Fall nur ein Blech gekauft. So viel steht fest. Ist diese Bremsscheiben sehr, ne? Da könnte ich ja auch in Tränen ausbrechen. Ah gut, Kunde ist König, der will das so. Da haben wir ja noch nie irgendwie ein Theater drum gemacht. Ich will nur wissen, welches dieses eine blöde Teil da noch ist. Ich habe noch auf der Liste ein Fragezeichen gesehen. Ich weiß aber nicht was. Ich hoffe ja mal, dass der Motor gleich anspringt, dass wir das so rausfinden können. Rein mit dem guten Zeug hier. Und mit dem schlechten Zeug auch natürlich. Weil Kunde will das so. Und bestimmt ist irgendwas am Motor im Sack, ey. Irgendwo wird schon wieder hapern, ey. So, einmal Gummilager bitte. Zweimal, sehr schön. Oh, geht das nicht noch einen Ticken näher? Dankeschön. Ich frage ja nur. Kardanwelle haben wir auch neue gekauft. Passt. Vielleicht rausfinden, was noch fehlt. Karosserieteile müssen wir auch noch machen. Und die Ölwechsel müssen wir noch machen. Keine Ahnung, was noch. Da möchte ich hin. Dankeschön. Einmal das. So. Einmal so. Haben wir das auf jeden Fall schon mal wieder drin. Dann schmeißen wir hier auf jeden Fall noch die Reifen drauf. Ja. So, vielen Dank. Achso, der neue Ölfilter können wir schon mal einsetzen. Ne? Da kommt er hin. Der musste auch neu. Der Anlasser neu. Wie schön der aussieht. Ja, wir sagen den Driss noch neu und dann haben wir soweit. Was ich sowieso mit Sicherheit wieder ausbauen. Ich kenne mich doch. Ah ne, Luftfilter noch. Den sollten wir auch noch einsetzen, sonst meckert er nachher. Na komm her jetzt. Übelst anders nervig.
So. Was sagt er denn? Kraftstoffverteiler. Da, MPI, Typ MPI. Und da ist noch ein Fragezeichen. Kraftstofffilter. Wir haben noch ein... Der muss noch rein. Wir haben noch ein Fragezeichen. Was könnte es sein? Ich würde es gerne mal wissen. Egal, müssen wir uns später angucken. Die Folge ist leider jetzt schon wieder vorbei. Wir haben schon wieder überzogen. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. In der nächsten Folge gucken wir dann, dass wir den Kiran hier fertig kriegen. Der gute Mann, der soll ja sein Auto wieder bekommen. Ja, Karosserieteile müssen wir noch ein paar machen. Öl ablassen und Ölwechsel muss ich noch machen. Ja, und irgendwo muss ich noch dieses letzte Fragezeichen hier finden. Da weiß ich auch noch nicht, wo ich suchen soll. Schauen wir mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es wieder heißt, wir schrauben uns hier einen Wolf. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao, ciao.